Für Englisch durften wir uns raussuchen, was wir für den Book Report zum Lesen nehmen. Sie kontrollieren nichts. Es könnte was auf Deutsch sein. Es könnte ein Comic sein. Keine Ahnung. Aber weil ich dieses Buch ja schon hatte und sowieso schon lesen wollte, habe ich mich dann da dafür entschieden. Es ist auch eine Thematik, die mir Spaß macht. Eine Thematik, die mich auch wirklich brennend interessiert, und zwar ist es Kamikaze Girls. Ich habe schon viel gelesen. Ich kenne den Film. Ich will die Novelle aber auch lesen, weil es anders ist und weil es mich interessiert. Es ist auf Englisch. Ich wollte mein Englisch ein bisschen üben. Ich wollte mein Englisch ein bisschen üben. Ja. Ich will so viel und habe keine Zeit. Jedenfalls, an sich kann es mir gelegen. Weit bin ich noch nicht gekommen. Es sollte demnächst eigentlich fertig werden. Ich finde nur gerade halt keine Ruhe, dieses Buch zu lesen. Deswegen habe ich es auch gewählt, weil ich den Film schon kannte. Ich kenne schon wenigstens was davon. Erstens, weil ich nicht so viel Englisch kann, von den Vokabeln her. Ich weiß wenigstens, was ich da schon lese. Und ich kann auch so den Book Report an sich fertigstellen. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt auch gar nichts gelesen hätte. Ja. Ich strampel mich halt immer noch mit Französisch ab. Momentan, also ist es, wenn ich das so überblickt habe am Anfang, auch die Erklärung wie im Film, was früher war, über die Lolita-Mode, wie ihr Leben früher war. Nur habe ich den Eindruck, es ist ein bisschen ein größerer Teil wie im Film und sie geht da mehr auf die Lolita-Mode an sich ein. Also sie erklärt da mehr, was man auch so trägt, dass man auch Blumer trägt, dass man Petticoat trägt, dass alles schön fluffig sein muss und so. Find ich schön, also schön. Bin ich gespannt, dann, wann ich das wirklich mal lese, unabhängig jetzt von meiner Präsentation und ja, schauen wir dann mal. Werde ich auf jeden Fall nochmal berichten in 100 Jahren. Tschüss.